Schiff! Gedämpft drang der Ruf des Ausgucks durch die Fenster in die Kapitänskajüte der Seeadler von Bailung. Grater Al-Sanin hielt kurz inne, dann beendete er mit geschwungenen Linien den Brief. Gerade als er den Löschstand über die Titte streute, betrat die gedrungene Gestalt von Wilbo Kornplatz die Kajüte. Er ist da. Wortkarg, wie steht's? Dachte Sanin und nickte seinem Deckoffizier zu. Alt bist du geworden, mein Freund. Wir sind alle alt geworden. Mit steifen Gelenken folgte er seinem langjährigen Kampfgefährten hinaus auf das Deck. Die traditionelle Schelle an Wilburs Tuzakmesser gab bei jedem Schritt einen hellen Klang von sich. Wer kann heute noch ein solches Abzeichen tragen? Wir sind Veteranen aus Kriegen, die längst in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Draußen empfing ihn ein wolkenloser Himmel und das samtblaue Wasser des Perlmeers. Sanin badete kurz mit geschlossenen Augen im Sonnenlicht. Die dreimastige Galeere lag in einer versteckten Bucht an der Küste der verfluchten Giftinsel Maraskan vor Anker. Geschäftiges Treiben herrschte auf dem Deck. Die meisten Matrosen und Seesöldner waren nicht einmal halb so alt wie ihr Kapitän. Immer weniger kannte er länger als ein paar Jahre. Doch jede Frau und jeden Mann mit Namen. Fast 14 Jahre sind es nun schon. Jedes Jahr fordert er seinen Blutzoll. Doch immer noch fanden sich Freiwillige, die sich dem legendären Rater Al-Sanin in seinem Kampf gegen die blutige See anschlossen. Stumm deutete Wilbur über die Reling, dort, wo sich die Bucht zum Meer hinöffnete. Ein schmales, viel zu kleines Schiff näherte sich und ging schließlich vor Anker. Ein Beiboot wurde zu Wasser gelassen und die Ruderer trieben es mit kräftigen Schlägen hinüber zur Seeadler. Es trug zwei Personen mit sich, einen kleinen, stämmigen Mann und eine aufreizende Frau. Über die heruntergelassene Schrägleiter kletterten sie an Bord. Dann standen sie sich gegenüber, Rater Al-Sanin und Kottnas Hahn. Der einstige Admiral des Mittelreichs und der meistgesuchte Pirat des Perlenmeers. Immer noch konnte man auf den vergilbten Steckbriefen aus der Zeit Fürst Herdins stoßen, die 700 Dukaten auf seinen Kopf auslobten. Herdin war schon längst verschwunden, über seinen Wahnsinn gestürzt und vermutlich tot. Kottnas Hahn befuhr immer noch das Perlenmeer. Der maraskanische Pirat mit seinem ergrauten Schnauzer und der Augenklappe würdigte die Mittelreicher mit keinem Blick und wandte sich an seine viel jüngere Begleiterin. Eine meridianische Schönheit in hautenger schwarzer Robe. Diese Schüfelixigidar ist der schwimmende Beweis, wie unergründlich und sterblich in der Planulus ist. Du wirst sagen, müsste es nicht längst auf dem Grund des Meeres vermodern? Ich sage dir, ja. Aber auch wenn es aussieht, als würde es nur noch mit Spooky zusammengehalten, es ist einzig der uneinsichtige Trotz des Kapitäns, der es nicht auseinanderbrechen lässt. Dieser Sanin hat einen solchen Granitschädel, er müsste eigentlich durch die Planken brechen. Er sagte dies in seiner solchen Lautstärke, dass man ihn bis zu seinem Schiff hören musste. Kottnas, donnerte Sanin. Er hasste die spöttische Eigenart der Maraskaner, seitdem er den ersten von ihnen begegnet war. Kottnas drehte sich zu ihm um, als würde ihn nicht erst bemerken. Sanin, du uzvermaledeiteste Plage. Die roten Strähnen unterstreichen das Grau deiner Haare. Sagt dir das schon jemand? In meine Kajüte, sofort. Felix Gidas schickte sich an, ihnen zu folgen. Deine schwarzhaarige Hexe bleibt an Deck. Wilbur, behalt sie im Auge. Die meridianische Magierin fügte sich Sanins Willen mit einer spöttischen Verbeugung. In der Kajüte ließ sich Kottnas in Sanins Stuhl fallen und legte die Füße auf den Tisch. Er angelte sich die Karaffe mit dem Wein und nahm einen tiefen Schluck. Sanin ließ ihn mit versteinerter Miene gewähren. Kottnas wischte sich die roten Rinnsale des Rebenbluts vom Kinn. So sehen wir uns wieder, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder. Kottnas verbliebenes Auge zuckte. Die Schöpfung hat uns dazu gemacht, nicht ich, Gretja. Über Jahrzehnte waren sie erbitterte Feinde. Der stolze Piratenjäger und der Kämpfer gegen die mittelreicherische Herrschaft über Maraskan. Nun galt der eine als flüchtiger Verräter und der andere als Held in seiner befreiten Heimat. Der gemeinsame Feind, die pervertierten Auswüchse der verfluchten blutigen See, hatte sie zusammengeschweißt. Was nicht hieß, dass sie sich nicht leiden konnten. Du hast mich gerufen, hier bin ich, Bruderschwester. Was willst du? Sanin ging zum Tisch und stieß die Füße des Piraten herunter. Er breitete eine Karte von Maraskan und den umgebenden Inseln aus. Der Komtur bekommt eine Lieferung aus dem Süden. Das weiß ich. Der Norden der Insel befand sich immer noch unter Herrschaft der dämonischen Fürstkomturei, unter Kontrolle gehalten durch die eiserne Hand des Blutrichters von Elborum, wie der Komtur von Jägern genannt wurde. Gerade im Süden des Kontinents fanden sich raffgierige Pfeffersäcke, die keine Skrupel besaßen, mit den Dämonenknechten Handel zu treiben. Kottnas zeichnete mit dem Finger eine unsichtbare Linie über die Karte.
Ein kleiner Konvoi, voll im leichten Galeeren. Sie werden im Schatten des Friedhofs der Seeschlangen die Insel östlich umrunden und dann einen weiten Bogen im Boran schlagen. Du erzählst mir nichts Neues, Gretja. Wir werden sie in falscher Sicherheit wiegen, um sie uns auf Höhe von Massasauop zu packen. Wenn du was von der Beute abhaben willst, kommst du zu spät, Bruder. Aber wenn du uns hilfst, lege ich beim alabasternen Rat ein gutes Wort für dich ein. Ich habe nicht vor, dich nach Massasauop zu begleiten. Du kannst gerne dorthin, aber dann lässt du dir die Prise entgehen. Was heißt das? Der Konvoi ist eine Finte. Im Osten gibt es nichts mehr zu holen als ein paar alte Galeeren. Und vielleicht eine hässliche Überraschung in ihrem Inneren. Die eigentliche Ladung, vor allem Alchemiker, aber auch Edelsteine, werden über den Golf von Tuzak transportiert. Der Maraskaner beugte sich vor. Woher willst du das wissen? Auch ich habe meine Freunde, die mir etwas zutragen. Dass du überhaupt noch Freunde hast, wundert mich, Sanin. Oh, du schon mit deinen Feinden zusammenarbeiten musst. Kottner stand auf. Das muss ich dem Rat berichten. Sanins Faust donnert auf den Kartentisch. Nein! Setz dich wieder hin und denk nach. Wenn die Samthandschuhe Wind bekommen, dass eure zusammengewürfelte Flotte aus Schmugglerschaluppen und Seelenfängern Boran verlässt, hat der Komtur schneller ein Diefer über das Wasser gejagt, als du preise die Schönheit der Welt, Bruderschwester, sagen kannst. Aber wenn du als einziger die Finte durchschaust und mit einer reichen Prise nach Synoda zurückkehrst. Deutlich sah Sanin die Gier in Kottners grünem Auge aufblitzen. Der Pirat war immer noch ein Held für die Maraskaner, doch die Jüngeren begannen bereits, sich in Stellung zu bringen und spotteten. Der Tiger von Maraskan hätte seinen Biss verloren. Ich gebe zu, der Gedanke ist verlockend. Plötzlich erstarb das Lächeln auf seinen Lippen und sein sinniger Körper spannte sich an. Das einzelne Auge zuckte nervös umher. Ist dies eine Falle, Sanin? Ich warne dich. Kottners Verfolgungswahn war berüchtigt, aber er hatte ihn überleben lassen. Als Pirat wurde man nicht alt, wenn man unvorsichtig war, und Kottners hatte immerhin 60 Winter gesehen. Hätte ich dich ans Messer liefern wollen, hätte ich schon vor Jahren Gelegenheit genug gehabt. Ich weiß nicht. Du bist ein verschlagen alter Mann. Ich traue dir zu, dass du mir die Sache mit Goruschkant immer noch nachträgst. Vor einem Jahr hatten sie gemeinsam dem umkämpften Piratenhafen einen Besuch abgestattet. Mit einem Trick hatte Kottners Sanin um seinen Anteil gebracht. Du bist nur ein wenig jünger als ich, Kottners. Und wir haben schon ganz andere Differenzen beigelegt. Oder muss ich dich an deinen Überfall auf die Moräne erinnern? Chassul, hör auf, den alten Zar aufzukochen. Ich glaube dir, aber trotzdem frage ich mich, warum du mich brauchst und nicht allen Ruhm und Beute für dich einheimst. Wegen der Route. Sanin deutet auf die Karte. Wenn meine Informationen stimmen, und daran gibt es für mich keinen Zweifel, wird sich ein einzelnes Schiff etwa hier vom Konvoi trennen und diesen Weg einschlagen. Du verstehst, Kottners? Wie man hört, soll niemand diese Gegend besser kennen als du. Aber vielleicht ist euer Klatsch hier auch nur als Gewäsch alter Weiber. Kottners lachte laut auf. Du solltest es besser wissen, Bruder. Wie oft habe ich deine fette Henne von Schiff dort abgehängt, hm? Lass neuen Wein bringen und uns alles besprechen. Wir werden die Hafayas vorführen, wie sie noch lange mit ihren dummen Gesichtern dastehen. Als Kottners auf sein Schiff zurückkehrte, war die Sonne schon lange untergegangen. Sanin holte aus der Schublade den Brief hervor, den er am Morgen geschrieben hatte, und las ihn noch einmal durch, bevor er ihn mit einem zufriedenen Brummen zusammenrollte und siegelte. Wilbur Kornplatz trat ein. Und? Kottners hat den Köder geschluckt. Er verstaute das Dokument in der Lederhülse und reichte sie Wilbur. Zum Taubenschlag damit. Ich will, dass alles zur rechten Zeit vorbereitet ist. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Wilbur nickte und ließ den Kapitän wieder allein, der versonnen durch die Fenster seiner Kajüte auf die Bucht blickte. Im Mittelreich schneidet derzeit ein kräftiger Wind durchs Land und die letzten Vorbereitungen für den Winter müssen getroffen werden. Ihr jedoch liegt vor Charypso und starrt auf die Landmasse Altum vor euch. Ihr habt den Magiergrafen von Idas in eurer Gewalt und ihn des Paktierertums überführt. Er hat den Dämon Quitzlinger beschworen und bewahrt die Geheimnisse seines Vorgängers, die euch zum Lustgürtel der Belkelel führen können. Aber auch der heilige Schleier der Reiher, mit dem sie ihren Sohn Leftan aus den Niederhöllen befreite, könnte gefunden werden. So müsst ihr wieder zurück ins Observatorium der Niobara, zweiter Boron, und so beginnen wir. Kabine hier und jetzt. Nun dann. Kampf in Richtung Kabine, immer noch blutige
Fingerknöchel. Also. Er hat doch gesungen. Gelernt. Natürlich, er hat gesungen. Wie ein Singvogel. Hätte ihn jetzt nicht als Musiker eingeschätzt. Hat er denen etwas erzählt, das wir nicht schon wussten? Naja, wir werden in Quetzlinge und Buschruf, der erwartet auf uns. Was auch immer das ist. Du erinnerst dich an Aranien? Ja, dunkel. War dieses große Vieh mit den vielen Armen. Der dich fast getötet hätte. Ich erinnere mich. Denn wenn ich mich recht entsinne, hat die kleine schmächtige Beschwörerin dich fast getötet. War mit diesen Messern. Oh. Ich hab keine Ahnung. Aber was machen wir dagegen? Nun ja, es würde helfen, wenn wir ihn sehen könnten. Dieser Buschruf, dieser Dämon. Nun ja, er tarnt sich in Unsichtbarkeit, bis der Kampf beginnt. Wir müssen eine Möglichkeit finden, ihn sichtbar zu machen mit Mehl, Kreidestaub. Nun, wir würden ihn vermutlich sehen mit unserem Odem, nicht wahr? Nun ja, wenn du gleichzeitig ein Odem aufrechterhalten kannst und kämpfen kannst, dann... Naja, ich bin nicht der geborene Kämpfer, wie du weißt. Aber ich kann definitiv etwas Mehl mitnehmen, dann den Odem wirken und das Mehl auf besagten Buschruf steuern. Uneffektiver wäre wohl eine Handvoll Bandstaub. Habt ihr eine Handvoll Bandstaub? Nein, ich fasse das nicht an. Müssen wir uns der Sache dann wirklich annehmen? Naja, ja. Das ist ein Dämon. Ja, aber... Ein gehörnter Dämon. Es geht weniger um den Dämon, Jalan, als vielmehr um das Wissen, das dieses Orbitarium bergen könnte. Welches Wissen? Welches göttergefällige Wissen könnte dieses Orbitarium denn beherbergen? Nun, möglicherweise das um... besagtes Tetraeder, das uns wiederum helfen könnte, besagte Objekte zu finden, die auf dem Bild dargestellt waren. Und was bringt uns das? Nun, das eine war ein erzdämonisches Artefakt, wenn ich mich richtig erinnere. Das wäre vielleicht ganz gut zu verwahren. Meint ihr nicht auch, wäre es nicht eure göttergefällige Pflicht, ein solches Artefakt unschädlich zu machen? Ich weiß nicht, in irgendwelche Eisen- oder Bleikammern zu bringen. Aber es wäre erst schädlich, wenn es dem Griff von Leuten unterliegt. Und so wie ich es jetzt verstehe, ist es das nicht. Nun ja, es gibt Leute, die nachsuchen. Und das wollen wir verhindern. Nun, wer sucht, der findet irgendwann auch, Jalan. Könnt ihr das wirklich... Und was den Schleier der Gleichmut angeht, es mag euch nicht kümmern, Jalan, aber dieses Artefakt ist eines der wichtigsten... meines Kultes. Und wenn es eine Chance gibt, ihn wiederzufinden, dann würde ich diese gerne ergreifen. Ja, hört ihr, Zulamin will ihren komischen Schleier wiederhaben, also machen wir das. Und in der Zeit sollen wir einfach so diesen Magiergrafen hier unbeaufsichtigt lassen, ja? Ja, ist ja fast so, als hätten wir eine Mannschaft. Ach ja, ich werfe Rafim den vernichtendsten aller Seitenblicke zu. Außerdem haben wir fähige Magier. Die können ihn sicherlich bewachen. Nehmen wir doch die gute Frau Palligan. Die wird sich ihm sicherlich annehmen können und ist ihm sicherlich auch gewachsen. Ja, verzeiht mir, wenn ich mich da keine Sekunde drauf verlasse. Nun, ihr habt euch von ihm bezaubern lassen. Das wird ihr sicherlich nicht passieren. Bitte was? Ja. Ich habe bitte was nun? Nun, ich musste euch retten. Erinnert ihr euch? Das war ein mieser Trick und sonst nichts. Nein, das war Magie. Billige Taschenspielerei. Ja, bei euch hat sie gewirkt. Ja, ist doch jetzt auch egal. Wir müssen diese Dämonen umbringen und wenn auch nur, um die Leute zu retten, die da sind. Damit die nicht zu Dämonenfutter werden. Das ist zumindest meine Motivation. Als die jemand teilt. Bitte. Entschuldigung, komm ich zu spät? Es gab ein wenig Streit. Ihr habt nichts verpasst. Es geht nicht um das Ob und Wider, sondern um die Methodik der Sache, Rafim. Besprich, Boltox, ich will dich nicht unterbrechen, das ist immer so unhöflich. Ich wollte nur kurz zusammenfassen für unseren guten Diamantis. Wir haben uns überlegt,
dass wir vielleicht in das dämonenverseuchte Nest zurückkehren und Yalan in sich drücken, wie es sich anhört. Und ich will mich nicht vor den Dämonen drücken, sondern davor, mich dorthin hexen zu lassen. Yalan, ist es in Ordnung, wenn man Angst hat? Ich habe keine Angst. Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber wenn ihr mal reden wollt, ich bin immer für euch da. Ich wünschte, du würdest nicht reden, Moltex. Könntest du dafür auch da sein? Ich kann eine Zone des Schweigens machen, wenn du möchtest. Und nein, dann schweigen wir uns an. Nein. Nur du. Nein, ich glaube, das ist nicht Vielleicht möglich. Vielleicht sollten wir zum eigentlichen Thema zurückkommen. Wenn Yalan nicht mitkommen will, kommt er eben nicht mit. Dann passt er eben auf diesen Bakterier auf. Ich stelle ihm jedenfalls nicht noch einmal durch den Limbus hexen lassen. Ich stelle ihm unsere zauberhafte Frau Paligan zur Seite, nur falls er sich noch mal verzaubern lässt. Und berührt ihn nicht. Und schafft der Besatz einen, sich nicht berühren zu lassen von ihm. Nun, jedenfalls, Diamantas, Rafim hat herausgefunden, dass es noch einen weiteren Dämon gibt. In Edas. Einen Buschruf. Ich weiß nicht, ob ihr davon einmal gehört habt. Sie bewachen häufig unsichtbar Unheiligtümer der Widersacherin. Ein Wesen mit sehr vielen Armen und von großer Gefährlichkeit. Es soll angeblich den Sternenturm bewachen. Nein, ich habe keine Ahnung von Dämonen. Ich weiß nur, wie wir sie einkategorisieren. Falle von speziellen Manövern auf der Armada, aber diese Namen werden euch wahrscheinlich nichts sagen, nur Rafim vielleicht. Ja, denk einfach groß und böse und wird dich nicht töten. Oh, es ist ein wenig wie ein Riesenkrake, wenn ihr euch darunter etwas vorstellen könnt. Nun, ja, nicht ganz. Ja, Riesenkraken meinte, kann man... Ich meinte, was die Arme angeht. Ah, ja, gut. Stellt euch vor, ein 3 Schritt großes Ungetüm mit 5 Armen, die in langen Krallen auslaufen. Nun ja, und er befördert euch schneller zu bohren, als ihr Yalan sein könnt. Außerdem haben wir dort ja noch den Quinslinger. Zudem. Oh, übrigens, und wie gehen wir gegen die vor? Also, der Quinslinger arbeitet mit Täuschung. Ich würde eine folgende Strategie vorschlagen. Wir zeichnen uns alle mit einem, ich weiß nicht, Kreuz oder etwas Ähnlichem auf dem Arm, sodass für den Fall, dass jemand von uns um die Ecke kommt, falls wir uns aus den Augen verlieren, wir immer einander das Kreuz zeigen können und wissen, dass wir nicht der Quinslinger sind. Und was hält den Quinslinger spätestens nach dem 2. Mal davon ab, das Kreuz einfach mitzukopieren? Nun ja, es ist nicht einfach für ihn, sich eine neue Gestalt zu verleihen. Es kostet ihn Kraft und einen Teil seiner Sterblichkeit. Auf ja, richtig. Richtig. Interessant. Nun, und deshalb wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, das mit dem Kreuz so zu machen. Und wenn wir merken, dass jemand auf uns zukommt, dann sagen wir, ach bitte zeig doch mal deinen Arm. Und wenn darunter dann kein Kreuz ist, dann wissen wir, dass es der Quinslinger ist und dann wird Rafim ihn töten. Oder wir signalisieren bei Blickkontakt dem anderen ein Zeichen auf Attack. So, falls er die Gestalt ändern kann. Nun, wir machen einfach beides. Sind doch beides gute Vorschläge. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt ja trotzdem gefährlich. Ja. Sagt Abel mir, welcher Domäne gehört dieser Dämon an? Ihr meint den Quetzlinger? Nun, er gehört der Domäne des Herrn der endgültigen Illusion an. Der Meister des Wahnsinns. Ich frage mich, ob das ein Hinweis sein könnte, denn ich war nicht in der Lage, den Paktherrn des Magiergrafen festzustellen. Nun ja, das würde ihm eh nicht sehen. Die sind schwer zu decken. Und ihr könnt ihn ja nett fragen, wenn ihr ihn seht. Ich würde so wenig wie möglich mit ihm sprechen. Naja, also aber mir. Wie bringen wir die Dinger jetzt um? Naja, mit viel Kraft und etwas Magischem würde ich vorschlagen. Oder etwas Geweihtem. Nun ja, geweihte Waffen helfen. Habt ihr irgendwas im Petto? Nein. Nun, ich denke, was den Buschruf angeht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er sich darauf konzentrieren wird, mich umzubringen. Und wenn ihr wollt, kann ich den Herrn Paios natürlich bitten, eure Waffen zu segnen. Nun ja, bevor ihr geht, meine ich. Ich fürchte, das wird sich spätestens mit dem Gang durch den Limbus erledigt haben, die Weihe, oder? Ich sagte, ich kann ihn bitten. Ich kann nicht, sagen, wie er antwortet. Wie wäre es, wenn Zulamin unsere Waffen weiht? Oh, ich bin darin nicht besonders gut. Meine Waffen sind geweiht, aber
Nun seht es einmal so, Herr Havelmir, da ich ja sowieso nicht mitkomme, kann ich es genauso gut versuchen. Es ist nicht so, als würde ich meinen guten Willen beim Herrn damit aufbrauchen. Nun gut. Wenn er wirklich zürnt, dann nun, habe ich wohl genug Zeit, dies mit ihm auszudiskutieren. Also, wenn ich mit ungeweihten Bolzen auf diese Dämonen schießen würde, würde das keinen Schaden ausrichten? Nur oberflächlich Schaden. Nun, und für den Fall, dass alles nicht gelingen sollte, kann ich ja noch einen Geist des Erzes rufen, sobald wir dort sind. Naja, und ihn fragen, ob er nicht die eine oder die andere Waffe magisch verstärken kann, sodass sie wenigstens kurzzeitig gegen Dämonen hilft. Ich gehe dann zwar davon aus, dass die Waffe danach nicht mehr zu gebrauchen sein wird, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit. Dann verzichte ich ja darauf. Diesen Säbel habe ich schon seit Jahren und ich will ihn nicht jetzt einfach so wegwerfen. Ja, ich wollte es nur anbieten. Ich bin auch kein Freund davon, meine Waffe in meiner Hand zerbröseln zu sehen, Boltax, aber danke dafür. Ja, es würde für ein halbes Stundenglas bestimmt reichen. Da wäre die Waffe dann extra stark. Naja, meine Waffen sind auch geweiht, also ich denke, das kriegen wir schon hin. Nun gut, ich wollte es euch nur angeboten haben. Ja, schadet ja auch nicht. Ja. Ich denke, ich werde mich darauf konzentrieren, den Hieben auszuweichen. Aber wenn ich sie nicht kommen sehe, ist das natürlich sehr viel schwieriger. Aber da hilft das Mehl. Ja, ich werde Mehl mitnehmen. Gut. Vielleicht sollte wie jemand, der besser mit einem Wurfgeschoss umgehen kann als ihr. Oh. Vielleicht Diamantes? Traut ihr euch das zu? Könnt ihr nicht einfach einen Sack Mehl in die Abalone laden? Das würde wohl funktionieren. Das würde deren Reichweite ziemlich einschränken. Und würde wohl nicht einen Sack nutzen, sondern eine kleine Kartusche, damit sie beim der Explosion nicht direkt in der Waffe zerbricht. Aber ja, es würde funktionieren. Nun, ich denke, es würde uns schon sehr weiterhelfen, wenn wir ihn sehen könnten. Also, ist es das vermutlich wert? Gut, dann kümmere ich mich darum. So, wenn Mehl in einer großen Dichte in einem Raum verstreut wird, der abgeschlossen ist, und dann ein Funke entsteht etwa, nun... Nun, wir reden hier von einer kleinen Menge, nicht von mehreren Säcken Mehl. Ich will euch nur darauf hinweisen, dass es eventuell gefährlich sein könnte. Wie wäre es, wenn ihr einfach nicht versucht, etwas anzuzünden, einen Ort anzuzünden, der potenziell ein Waisenhaus beinhalten könnte? Nun, das kann man nicht vorher abschätzen. Richtig, mein Name ist nicht umsonst Boltax Brandbringer. Wir wollten den Turm, denke ich, ohnehin nicht abbrennen, bevor wir ihn untersucht haben. Wir wollten doch erstmal deinen komischen Hinweis da finden. Angesichts der Tatsache, dass dort einige hundert Menschen leben, brennt hier am besten gar nichts ab. Was das angeht, bin ich zuversichtlich, dass uns Magistra Kohlrab in Kürze mehr berichten kann. Denn sie hat sich angeboten, das Dorf auszukundschaften. Sie hätte das sowieso tun müssen, um uns dorthin zu bringen. Hat dir eigentlich jemand gesagt, dass dort ein Gestaltwandler unterwegs ist? Ja, ich habe ihr gesagt, dass dort Dämonen sind. Nicht, dass sie unverbreitet im Limbus auf ihn trifft. Ich dachte, sie wollte eine astrale Reise dorthin machen. Und wie gemeint ihr, geschieht das? Nun, sie löst ihren Körper von ihrem Geist und... Sie wandert wo liegt. Durch? Nein, das geht, glaube ich, anders. Ich meine, die astrale Reise, die sie antritt, ist andersartig. Ich habe das einmal gesehen in der Universität von Belanca. Na gut, wir werden sehen. Sollte es doch irgendwie gefährlich sein, ist sie zumindest gewarnt. Und ich kann mir sowieso schlecht vorstellen, dass irgendjemand Magistra Kohlrab unvorbereitet bei etwas erwischt. Das denken sich alle Magier, bevor man sie erwischt. Naja, aber mir außer dem Mehl sollen wir noch irgendwas mitnehmen. Was tun wir denn, wenn er wieder so eine Steinplatte zaubert? Ein Elementarbann. Gegen Erz ist das sehr hilfreich. Ist eine Illusion. Da hilft ein Elementarbahn nicht. Nun,
dann kann er uns sicher alle möglichen Dinge vorgaukeln. Er kann ja offenbar viel mehr als die Gestalt von uns anzunehmen. Nun, dann würde eine Wand aus Erz helfen. Denn wenn Erz auf Erz kracht und bei unverrückbaren Objekten, dann entsteht in der Regel ein neues Stockwerk. Es ist, wie gesagt, eine Illusion. Ja, und trotzdem hat sie euch niedergeschlagen. Und Abelmir, ihr habt das zwar nicht gesehen, aber Raphim konnte auf dieser Illusion stehen. Ja, es war eine gute Illusion. Ja, dann wird meine Erzmauer die Erzillusion aufhalten. Ihr könnt es gern versuchen, aber ich sage euch, es wird nicht nützen. Warum lasst ihr euch einfach nicht treffen, Das ist meine gute Idee, sich nicht treffen zu lassen, aber nun ja, passiert das trotzdem. Abelmir, wir sind nicht böse auf euch, dass ihr euch habt treffen lassen. Passt das nicht falsch auf. Was meint ihr, würde es helfen, wenn wir uns nicht trennen? Ich meine, selbst wenn er Gestalt von einem von uns annehmen kann, wissen wir ja immer noch, dass, keine Ahnung, Abelmir immer noch neben mir stand und nicht plötzlich auf der anderen Seite des Raums sein kann. Naja, aber wenn er eine, ich weiß nicht, Dunkelheit oder etwas Ähnliches wirkt, oder eine Illusion der Dunkelheit, dann weiß man auf einmal nicht mehr, wer neben wem stand, und zack. Ja. Ihr solltet bedenken, dass wir die Menge der Gestaltwandler, die dort unterwegs sind, nur nach unten hin begrenzt haben bis jetzt. Ja, also wenn ihr keine anderen Ideen habt, würde ich sagen, wir bereiten uns vor und dann geht's rüber. Und vielleicht solltet ihr Frau Magistra Kohlraber fragen, wie viele Leute sie überhaupt durch diesen Nimbus schleusen kann. Vielleicht könnt ihr noch einen oder anderen mitnehmen. Oh ja, das wäre hilfreich, jemanden, der gut zuschlagen kann. Mindestens einer. Einen muss sie wohl noch mitnehmen können. Sie hat wohl eingeplant haben, dass ich eigentlich mitgehen wollte. Ein oder zwei oder drei oder naja, viermal macht man solche Spielereien mit und Magier gehen davon aus, man findet es super. Nun, es ist eine sehr bequeme Art zu reisen. Ich finde den Limbus persönlich auch nicht so angenehm, aber geht schon sehr schnell, das müsst ihr zugeben. Ich werde in die Kapelle gehen und Räucherwerk vorbereiten. Die Herren so geneigt sind, bin ich doch willens, euch und meinen Gott um meinen Segen für euch zu bitten, bevor ihr abreist. Danke, Jalan. Ich werde auch eine Liturgie durchführen, einen kleinen Segen. Sagt mir einfach nur kurz vorher Bescheid. Sehr gut.